So sollte es im besten Fall ablaufen. Eine Verkehrsampel wird zusätzlich von einem Schulweghelfer überwacht und damit der Schulweg von Schulanfänger Marius Baumann abgesichert. Wenn er und knapp 1000 andere Coburger ABC-Schützen sich diese Woche auf ihren teilweise sogar ersten Schulweg machen, ist Sicherheit mehr als wichtig. Oft wird mit der Verkehrserziehung von den Kleinen bereits im Kindergarten begonnen. Außerdem gehen viele Eltern den zukünftigen Schulweg mit ihren Kindern bereits ab und machen auf Gefahren aufmerksam. Für die Eltern gilt natürlich, dass weiterhin beobachtet werden soll, wie gerade in den ersten Tagen ihre Erstklasskinder den Schulweg bewältigen. Dabei heißt es durchaus auch irgendwann mal loslassen, die Kinder alleine gehen lassen, beobachten, ob sie alles richtig machen. Und was, denke ich, aus meiner Sicht ganz wichtig ist, in der Früh nicht in Zeitnot kommen. Lieber eine Viertelstunde eher aufstehen und die Kinder in aller Ruhe fertig machen lassen und nicht in Hektik und in Stress und vielleicht im Laufschritt den Schulweg bewältigen lassen. Da allerdings nicht alle Verkehrsübergänge abgesichert werden können, verteilt die Verkehrswacht Coburg jedes Jahr, kurz vor Schuljahresbeginn, reflektierende Überwürfe an die Neuanfänger. Gesponsert werden die von regionalen Unternehmen. So soll sichergestellt werden, dass die Schulkinder von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen werden. Vor allem in der kommenden dunklen Herbst- und Winterzeit ist der reflektierende Überwurf in Signalfarben sehr wichtig. Das Konzept scheint aufzugehen. Also das letzte abgelaufene Schuljahr hatten wir in unserem Inspektionsbereich, das heißt in der Stadt Coburg und auch im Landkreis Coburg, in großen Teilen des Landkreises Coburg, keinen einzigen Schulwegunfall. Und da muss ich auch sagen, dass alle Behörden, die Verkehrsbehörden, die Schulämter, die Stadt, die Polizei, Verkehrswacht, alle am gleichen Strang ziehen. Und nur so kann man was erreichen. Im Vergleich dazu ereigneten sich im Jahr 2016 in Bayern 712 Schulwegunfälle. Damit die Zahl weiterhin so gering bleibt und möglichst viele Hauptverkehrswege an Schulen abgesichert werden können, braucht es Schulweghelfer. Die Verkehrswacht Coburg appelliert deswegen an Eltern oder ältere Mitschüler, sich als Schülerlotse zur Verfügung zu stellen. Kinder sind wegen der kleinen Körpergröße, der fehlenden Erfahrung und der schlecht einzuschätzenden Geschwindigkeit von Fahrzeugen besonders gefährdet. Eine große Bitte an die Kraftfahrer, einfach in den ersten Wochen daran denken, dass hier Kinder auf der Straße sind, die eben die Verkehrsgefahren noch nicht so genau kennen. Wir werden kein verkehrsgerechtes Kind erziehen können. Wir brauchen den kindgerechten Verkehr. Und da sind natürlich unsere Kraftfahrer ganz besonders aufgerufen dazu. Deshalb gilt für alle Verkehrsteilnehmer Augen auf im Straßenverkehr. Denn nur wenn alle zusammenhelfen, kann auch dieses Jahr wieder ein erfolgreiches und unfallfreies Jahr werden. Wir wünschen einen sicheren Start ins neue Schuljahr.